Herzlich willkommen bei Totopolis TV. Heute werde ich euch zeigen, wie man das Glas bei einem Samsung Aktiv S wechselt. Übrigens, in meiner Videobeschreibung findet ihr Ersatzteile und Werkzeuge, die ich ebenfalls verwende. Einfach mal durchlesen. Also nehmt eure Werkzeuge in die Hand und lasst uns loslegen. So, fangen wir mal an. Als erstes schalten wir das Aktiv S aus und entfernen das Backup und den Akku. So, jetzt nehmen wir einen Föhn und hitzen das Glas, bis es ca. 80 Grad erreicht hat. Jetzt nehmen wir ein spitzes, flaches Werkzeug und heben die Scheibe vorsichtig nach und nach an. Achtet darauf, dass ihr nicht zu tief mit dem Werkzeug eindringt, um das LCD darunter nicht zu beschädigen. Zwischendurch die Scheibe immer mal wieder kurz erhitzen, um die Temperatur zu halten, damit sich die Scheibe besser vom Kleber lösen lässt. Besonders vorsichtig müsst ihr in der oberen linken Ecke sein, denn dort befindet sich das Display-Flexkabel. Einmal abgeknickt oder zerkratzt, könnt ihr euren Display in die Tonne werfen, also aufpassen. Das Ganze macht ihr jetzt so lange, bis alle Glassplitter komplett entfernt sind. Ihr solltet euch dabei viel Zeit lassen und mit dem spitzen Werkzeug besonders vorsichtig arbeiten, um keine Kratzer oder Risse im Display zu verursachen. Jetzt die Touch-Sensoren vom Glas trennen. Seid dabei sehr vorsichtig, denn sie sind sehr empfindlich und können schnell abreißen. Nun entfernt ihr mit den Fingern die restlichen Klebereste vom LCD. Sollten die Klebereste hartnäckig sein, so könnt ihr etwas Spiritus oder Isopropanol zum Reinigen verwenden. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das Galaxy zu reparieren. Entweder klebt ihr das Glas einfach so ohne Originalkleber wieder drauf. Das würde bedeuten, dass zwischen Glas und Display ein kleiner Luftraum ist, der aber nicht die Funktionalität beeinträchtigen würde. Der Nachteil an dieser Methode ist, dass Staub eindringen kann. Aber was man immer wieder entfernen kann, indem ihr das Glas abmacht, reinigt und wieder drauf macht, das funktioniert ohne Probleme. Oder ihr könnt die zweite Möglichkeit nehmen, das Glas voll verkleben wie im Originalzustand. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Dazu nehmen wir ein 2 mm dünnes doppelseitiges Klebeband und kleben es oben und unten am Display. Achtung, nicht zu weit reinkleben, da ansonsten das Klebeband anschließend zu sehen ist. Als nächstes kleben wir noch eine weitere Schicht Klebeband darüber und bauen damit einen kleinen Damm, damit sich der überflüssige Kleber nur an den Seiten rausdrückt und nicht an die Elektronik gelangt, falls ihr zu viel Flüssigkleber drauf gemacht habt. So, jetzt kommt der schwierige Teil. Ab jetzt arbeitet ihr in Zeitlupe, das heißt extrem langsam. Wir nehmen jetzt den Loka UV-Kleber zur Hand und lassen ihn langsam und vorsichtig in eine Knochenform oder zwei aneinander liegende Y-Form fließen, sodass keine Luftblasen entstehen. Ihr solltet zwischen 1,7 und 1,9 Gramm UV-Kleber verwenden. Ich persönlich benutze lieber etwas mehr Kleber, was später an den Seiten rausfließt, als zu wenig anzubringen, um Blasen zu riskieren. So, jetzt kommt der kritischste Punkt. Zunächst einmal entfernt ihr alle Schutzfolien des neuen Glases. Dann legt ihr das Glas mit der unteren Seite zuerst an, ohne den Kleber zu berühren. Dann haltet ihr mit einem flachen Gegenstand das Glas oben fest und lasst es ganz sanft runtergleiten, bis es Kontakt mit dem Kleber hat. Ihr solltet darauf achten, dass sich keine Luftblasen bilden. Sollte es doch passieren, dann kurz das Glas wieder anheben und die Blasen platzen und auf gar keinen Fall versuchen später die Luftblasen durch Herumdrücken auf dem Glas zu entfernen. Anschließend ganz vorsichtig und sanft den Kleber in die Seiten drücken. Sobald der Kleber kurz davor ist, die Ecken zu erreichen, müsst ihr jetzt die UV-Lampe anmachen und dann das Glas fest runterdrücken, bis der Kleber die Ecken erreicht und dann den Druck etwas wegnehmen, aber trotzdem die Finger drauf lassen und zwischendurch immer wieder prüfen, ob sich Blasen bilden. Sollte das der Fall sein, den Druck erhöhen, aber bloß nicht so fest, dass der Kleber über unseren Damm in die Elektronik fließt. So, jetzt drehen wir das Handy um und machen genau dasselbe auf der anderen Seite. Danach das Galaxy für 3 bis 5 Minuten unter der Lampe komplett hart werden lassen. Anschließend noch die ausgelaufene Klebereste entfernen. Da der Kleber hartnäckig ist, solltet ihr Spiritus- oder Nagellackentferner dafür verwenden. Das kann allerdings eine Weile dauern, bis alle Klebereste vom Glas entfernt sind.
So, als letztes prüfen wir noch, ob wir alles richtig gemacht haben. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Solltet ihr euch die Reparatur zutrauen, findet ihr unten in meiner Videobeschreibung Links zu Ersatzteilen und Werkzeuge, die ich ebenfalls verwende. Einfach mal durchlesen. Auf dieser Seite findet ihr weitere Tutorials zu eurem Gerät und auf der anderen Seite kommt ihr zu den aktuellen Smartphone News. Links und rechts findet ihr alle Social Media, wo ich drin vertreten bin, und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.